Ja. Ja, kann sein. Na, Ein hier bisschen Dog of Parkour-Segler. Parkour. Okay. Ronny, du filmst meinen Parkourlauf. Alles Ja, klar? okay. Okay, los Hast geht's. du eine Hoa! Strecke? Wir können Flo abholen. Mein Gott! Und Stutella kommt. Ich da einmal. Ui. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei German CAW Wrestling. Wir nähern uns dem Ende von 2K22. Und warum? Na, weil die 23 vor der Türe steht und ich sag euch, die 23 wird schön, aber auch das Ende von 22 wird wunderbar. Deswegen herzlich willkommen, mein Name ist Tagger Ronny und meine Stimme begleitet euch wieder durch diese wunderschöne Show von GCW. German Core Wrestling. Wir haben viel erlebt, wir haben viel gemacht, aber es wird auch noch viel passieren, denn die nächste Großveranstaltung ist ja auch irgendwann dran und diese wird euch jetzt gezeigt. Da unten, klein, aber fein, versteckt, Rage in a Cage. Mit diesem großen Event werden wir dieses Jahr beenden. Wird zwar nicht heute passieren, denn wir werden jetzt uns diesen Monat noch drauf vorbereiten, aber da wird es dann nochmal richtig krachen. Wir haben heute eine wunderschöne Matchcard aus 9 Matches. Und ich hoffe, die werden euch gefallen. Ich hoffe, die werden mir gefallen. Denn was das Spiel manchmal macht, naja, ihr kennt das, ne? Das Spiel hat manchmal seinen eigenen Kopf. Seinen eigenen Willen. Und wir schauen mal. Wir schauen mal, wie es heute läuft. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir rüber zum Opener, ne? Und wir hatten ja bei der Großveranstaltung, die wir hatten, beim Reboot Rumble Revenge, 2 Neulinge, die gegeneinander angetreten sind. Und da gehen wir doch jetzt mal in Runde 2, oder? Und dann sehen wir hier schon den ersten Kandidaten, der sein Debüt hier gewonnen hat. Vergesst immer wieder die Musik bei ihm rauszunehmen. Schlagt mich dafür. Ich möchte ja, dass diese copyright-freien Sachen genommen werden. Das muss ich, daran muss ich mal denken. Aber ansonsten haben wir hier einen Drax, der in seinem ersten Match etwas überzeugen konnte. War ein schönes Hin und Her, war knapp. Aber er hat gesiegt, ne? Mal gucken, wer sich jetzt hier schlagen kann. Gleicher Gegner. Andere Bühne. Denn beim Wrestling, da muss man nicht nur mal gewinnen, nein. Man muss auch zeigen, dass das kein Glücksfall war. Und deswegen jetzt hier die zweite Herausforderung. Wenn das hier heißt, Drax gegen diese Kreatur. Ja, ihr hört das, Recto, die Kreatur
ist als Kind in den Quecksilber-Zaubertrank gefallen. Zusammen mit den anderen 10 Kindern. Und raus kam nur er. Leicht verändert, wie man sieht, aber wenn es hilft, wir schauen mal, was dieser Mann heute zeigen kann. Er muss seinen Gegner, also Drax, bis 3 pinnen oder zur Aufgabe zwingen oder bis 10 außerhalb des Rings behalten. Sind wir mal gespannt. Ich muss ja sagen, die erste Begegnung zwischen den beiden, die war ja doch ziemlich schnell vorbei. Beide haben sich da halt sehr schnell die ganz harten Moves entgegengeworfen. Und deswegen glaube ich nicht, dass beide irgendwie alles zeigen konnten, was sie zeigen hätten können. Und deswegen freue ich mich jetzt hier auf dieses Rematch. Rakdo gegen Drax und es geht los. Lockup. Und Rakdo zieht sich den Drax in die Ecke und bestraft ihn für den Sieg vom letzten Mal. Und ein Rakdo geht ganz früh aufs dritte Seil. Und er kommt angesprungen mit einem Harlem Hangover. Grüße gehen raus an Pukita Hyugo. Ihr wisst warum. So, Rakdo wehrt sich. Er sagt sich, was du kannst, kann ich auch. Nur nicht ganz so toll. Ich gehe aufs zweite Seil. Aber es wird wehtun. Es wird wehtun. Und oh, schöner Dropkick. Der Drax, der gibt sich Mühe, hier einen Rakdo von dem Bein zu fegen. Bis jetzt mit Erfolg. Doch wie will er nachsetzen? Schöne Schlagkombination. Tritt. Noch ein Schlag, noch ein Tritt. Abwechslung. Er ist der ACE Multisaft in menschlicher Form. Bearbeitet da den Arm. Und er hört erst gar nicht auf. Schaut euch das an, wie dieser Drax hier ein Rakdo dominieren kann. Jetzt Coverversuch, vielleicht reicht das jetzt schon. Ich meine, ein Rakdo hat ja die ganze Zeit nichts gemacht. Warum sollte er jetzt die Schulter heben? Aber er macht es. Ja. Einfache Schläge gegen den Kopf. Rakdo kommt jetzt aber an mit dem Sunset Flip. Und das macht ein Drax, glaube ich, nur wütender. Ne? Ich glaube nicht, dass der so erfreut ist. Oh, keine Wohl. Und Drax rastet aus. Jetzt soll er kommen. Jetzt soll er kommen. Die eine Aktion, die hier alles beenden kann. Er kommt angerannt, Spear, aber mit dem Knie entgegengetreten. Und jetzt ist Rakdo dran mit diesem Tornado-Kick. Die Frage ist, wie macht er weiter? Hat jetzt hier eine sehr harte Aktion getroffen. Okay, er will seine Führung ausbauen. Er geht hier noch nicht aufs Matchende zu. Sag dich und er setzt einen Pin an. Er will erstmal mehr Schaden zufügen. Er wird dem Gegner hier keine Chance lassen. Es geht hoch. Powerbomb. Und noch eine Powerbomb. Und noch eine Powerbomb. 3 Stück. Das muss doch reichen, oder? 1, 2 und 3. Nein. Ein Drax kommt raus. Oha. 360 hier. Ohne Erfolg. Aber stattdessen gibt es ein DDT von Drax. Und Form. Ja, da hat ein Drax jetzt so ein bisschen die Besinnung verloren. Gerät hier leicht in Rage, um ein Rakdo zu dominieren. Oder es funktioniert auch ab in die Ecke. Da ist er doch wieder der Cannonball kommen. Ja, er feiert sich da und dann springt er rein, aber Rakdo kontert. Der Stiefel ist schneller als der Körper von Drax. Oh, da gibt es diesen Facebreaker. Oh, da kommt er weiß.
Submission hier am Boden. Wird ein Drax aufgeben? Ja, nein, vielleicht. Der Griff ist gut, aber nicht gut genug. Ein Drax befreit sich. Und jetzt geht's hoch. Argentin, Backbreaker, nein, Neckbreaker. Aber ein Rektor lässt das nicht mit sich machen. Er wehrt sich hier. Gibt einfach alles wieder, der Tornado Kick. Cover, das könnte es gewesen sein. Eins, zwei und drei. Nein, wieder nicht. Als würde Drax gewinnen wollen. Aber Rektor macht das einfach besser hier. C4. C4 und der Tag gehört dir, ne? Ja, Recto, ganz klar. Der Bessere, der Dominierende. Und hier sollen sie wiederkommen. Triple Powerbomb. Das Gegner wird genommen. Und es geht runter. Es geht wieder runter. Und es geht wieder runter. Und dann kommt das Cover. Eins, zwei und drei. Das war ja eine Vorführung. Aber dennoch, es steht jetzt 1-1 zwischen den beiden. Und Drax kann es nicht fassen. Rektor bietet einen Handshake an. Gibt's den Handshake? Aha. Jetzt mal total bekloppt gefragt, warum muss ich wählen, wenn ich keinen von denen spiele? Oh, das Spiel macht mich fertig. Okay, ich schließe die Augen. Ich zähle bis drei runter. Bis drei runter, ne? 6, 5, 4, 3, ne? Nein. Bis 0 runter. Von 3 bis 0 runter. Und dann drücke ich X. 3, 2, 1, 0. Nein, er lehnt ab. Das habe ich nicht kommen sehen. Ja, dann soll Recto feiern. Drax ist raus. Und damit haben wir den Opener für heute schon hinter uns. Das war der Vorgeschmack auf das, was euch jetzt erwartet. Denn wir gehen weiter. Weiter. In dem zweiten Match. Das Gesamtgewicht könnte auch hinhauen. Müsste genauso schwer sein, aber diesmal anders verteilt, ne? Denn wir haben jetzt ein Match bestehend aus zwei Erzfeinden von Lord of Nightmare und seiner Clique. Wir haben einmal den. Warte. Kamera muss noch wechseln. Da. Wir haben einmal den guten Super Blue. Den Superhelden. Der Mann, der die Welt geschokeslammt hat. Dieser Mann darf sich heute beweisen. Er darf ran gegen einen Mann, der wiegt wie drei Männer. Ja, Super Blue darf heute ran. Mal sehen, ob sein Schokeslam hier irgendwas reißen wird gegen einen, ja, Anker. Eine Gewichtsansammlung. Denn ihr könnt das jetzt wortwörtlich nehmen, aber sein Gegner zu besiegen wird nicht leicht. Es wird so gar nicht leicht. Es wird schwer, es wird richtig schwer. Super Blue, dein Feind. Dein heutiger Gegner. So leid es mir tut, aber da musst du jetzt durch. Es ist die lebendige Kanonenkugel Nick Bomb. Und ja, den kennen wir. Er hat ja in letzter Zeit sehr überrascht, indem er die Ministry of Darkness so ziemlich aufgemischt hat, ne?
Aber ja, auf seinem Hintern steht es geschrieben. Unbesiegbar. Und genau das ist bei ihm die letzten Male Programm gewesen. Dieser Mann war einfach nicht zu schlagen. Deswegen seid mal gespannt, was dieser Mann gleich einmal hier leisten wird, ne? Nick Bomb hat Lord of Nightmare im 1 gegen 1 Match geschlagen, obwohl der Rest im Ministry of Darkness mit dabei war. Oh, da sieht man auch, er ist beweglich. Er kann Tempo aufbauen. Er ist gefährlich. Also passt auf, wenn ihr diesem Mann begegnet. Wenn dieser Mann auf euch springen will. Und beide Figuren hier sind bei der Ministry of Darkness ziemlich unbeliebt. Warum? Weil sie gegen den Ministry of Darkness schon mal gewonnen haben. Doch wer wird hier gewinnen? Wird es ein Nick Bomb sein? Wird es ein Super Blue sein? Bis jetzt sieht es ja aus wie ein Nick Bomb. Ich meine, schaut euch das an. Schaut euch das an. Au, aber da kommt angesprungen mit der Clothesline. Lässt sich da nicht unterbuttern. Oh Gott, und dann hat er gemerkt, dass diese Clothesline ein Fehler war und wollte abhauen. Aber Nick Bomb spielt hier sein Gewicht aus, seine Größe, seine Masse. Aber Dragon Screw bringt auch den größten Baum zu Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass das physikalisch möglich ist. Dass das physikalisch überlebbar ist. Aber es geht weiter. Ein Super Blue schnappt sich den Nick Bomb. Oh, schöner Enzuigiri. Er gibt nicht auf und jetzt gleich nochmal. Er will es weiter probieren. Er will einen Nick Bomb hier zur Aufgabe bringen. Doch unter welchem Preis? Und ein Super Blue wird er wieder zerquetscht. Aber er hat ja Superkräfte. Das erklärt auch, warum er das überlebt. Jeder andere wäre da begraben unter so einer Lawine. Aber hier sieht man, wie ein Super Blue ein Nick Bomb ja kontrollieren kann. Spinboard, Leg Drop. Sehr, sehr nice. Es läuft gerade gut für Super Blue und Nick Bomb. Der kassiert hier aber auch wirklich eine Aktion nach der anderen gedruckt. Super Kick. Und wie geht es weiter? Was macht Super Blue jetzt? Ah, wen da treten? Klappt nicht. Nick Bomb seine Chance, sich hier zu wehren. Es geht hoch, Body Slam. Und wir kennen das. Und so der Leg Drop kommt. Und er sitzt. Und ich glaube, das war's. Das Ding überlebt man nicht. 2. Und er überlebt's. Hi, White Boy. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind gerade im zweiten Match des Abends. Also hast du den Opener verpasst. Da gab es ein Drax gegen Rector. Schaut euch das an. Super Blut, raus bist du, aber er kommt aus dem Cover. Ah, Mr. Bombig ist jetzt auch da. Grüß dir. Nur den Opener. Also was ist denn den Opener? Drax gegen Recto. Das hast du verpasst. Das ist jetzt gerade das zweite Match. Nick Bomb gegen Super Blue. Und Nick Bomb kommt angesprungen und springt daneben. Und ein Super Blue nutzt das natürlich gleich aus, taucht unten durch. Aber schaut euch die Kraft von Nick Bomb an. Er macht seinen eigenen Neckbreaker draus. Oh Mann. Ja, dieser Choke-Toss. Da schmeißt man ihn einfach weg. Und ja, gleich nochmal. Da zeigt er, dass der Superheld wirklich fliegen kann, ne? Der Super Blue, wie man sieht, er ist ein Highflyer. Oh, Flatliner. Springboard, Moonsault. Schöne Aktion von Super Blue. Doch wie macht er weiter? Er muss das Match ja auch noch irgendwie beenden. Body Slam. Und jetzt soll er wiederkommen, der Leg Drop. Oh, der sitzt aber nicht auf Super Blue.
Wenn er das jetzt ordentlich nutzt. Cover. Eins. Zwei. Rope Break. Und der Referee sieht es sogar. Und jetzt ist Super Blue. Will seinen Finisher zeigen, aber springt daneben. Da war er sehr schlecht positioniert. Snapmare. Dropkick. Na, will er es nochmal versuchen? Nein. Nein, der Snapmare klappt nicht, aber schön abgefangen. Nick Bomb kommt angerannt und rennt in sein Verderben. Oh, 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 wieder eine Achse nach der anderen gekontert wird. Schöner Spinebuster. Der Nick Bomb, der macht das gut und schöner, starker Schlag soll kommen, aber Super Blue ist vorbereitet. Neckbreaker Cover. Eins und wieder Rope Break. Wieder rettet man sich im Seil. Und der Referee passt gut, gut auf. White Boy, wenn du bei den Kanalpunkten dir eine Wunschmatchart wünschen, kannst du für die nächste Show eine Matchart wünschen. Nicht mehr, nicht weniger. Die wird dann irgendwie, irgendwann, irgendwo in der nächsten Show auftauchen. Ich werde mir aber noch mehr Sachen da ausdenken. Das ist jetzt das erste Ding. Eins, zwei, Nick Bomb! Ah, Bandits. Pass. Oh, 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 Headbutt, Headbutt! Ja, der Grund, warum man da keine Gegner aussuchen darf, ist, bestehende Rivalitäten sollen halt nicht kaputt gemacht werden. Schöner Big Boot und dann kommt der Senten hinterher. Und Cover, das war's. Da kommt der Super Blue nicht mehr raus. Zwei und drei. Was? Was hält Super Blue denn da alles aus? Der kann doch da nicht überall. Doch, er kann überall rauskommen, wenn er will. Da gibt es dann diesen Enzo Higiri ins Gesicht. Ey, aber du kannst dir mal eine Matchart wünschen, ne? Wenn du die Kanalpunkte dafür verbrauchst. Oh, wieder dieser Schoktoss. Alter, was die sich für eine Schlacht geben. Die Klose wird abgeblockt. Schön gemacht von der Nick Bomb. Ja, hier sieht man aber auch wirklich, warum es beide geschafft haben, einen Lord of Nightmare zu besiegen. Diese Leistung ist doch einfach da. Und beide geben sich das hier gerade extrem. Und jetzt soll er kommen. Jetzt soll er kommen. Der Schokslam. Er sitzt. Und Cover. Eins, zwei und drei. Was könnte dann alles sein? Also, ich schaue dann, wo diese Matchart am besten reinpassen würde. Und jetzt haben wir tatsächlich einen Gewinner bei diesem Match und das war Super Blue. Diese Kraft in diesem kleinen Mann, das muss man einfach feiern. Also, der Schoksam, der war göttlich. Ja, damit hat er auch schon einen Lord of Nightmare bezwungen, ne? Ja, diese Belohnung aus den Kanalpunkten, die Klappstühle heißen, ne? Wir sammeln hier Klappstühle bei der GCW. Die kann man halt eintauschen, um sich eine Matchart zu wünschen. Das ist nur eine Matchart. Man sucht sich keine Leute dazu aus und man weiß ja nicht, was für Matches in der nächsten Show kommen werden. Also kann man sich da jetzt auch kein Match aussuchen. Es ist wirklich nur, wenn du sagst, ey, ich sehe richtig gerne Tables-Matches, dann will ich in der nächsten Show ein Tables-Match sehen und dann kriegst du auch ein Tables-Match, Mann. Mm. Mm. Puh.
Oh, Mockelhaare. Oh ja. So. Aber kommen wir weiter zum nächsten Match. Und das wird ein Tag Team Match. Es wird eigentlich jetzt die Revanche. Nein, nicht die Revanche, nein. Es wird einfach eine Wiedergutmachung an der ersten Leistung des ersten Tag Team Matches von diesen zwei Leuten. Denn das haben die ja nicht siegreich überstanden, aber vielleicht jetzt. Vielleicht klappt es ja jetzt. White Boy, the Dream Guy, the White Dream stays alive. But there's an opponent they have to beat. The mission is to win by pin or submission inside this very ring. Ach ja. So. The White Dream ist im Ring. Doch wer wird heute der Gegner sein? Es kommen raus. Garcia und Drago. Mexican Flavor. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet auf dieses Tag Team. Denn diese beiden werden, ich sag mal, sie werden es euch nicht so einfach machen. Sie sind ähnlich aufgebaut wie das Syndikat. Der eine ist technisch, der andere ist ein Powerhouse. Mal gucken, ob The White Dream damit umgehen kann. Und es geht los. Und die Begrüßung des Referees, wie wir sie traditionell bei der GCW kennen, ne? Am Anfang von einem Tag Team Match wird der Referee immer begrüßt und dann geht es richtig los. Und ja, das hier im Ring mit The Dream Guy. Kann der Dream Guy sich hier beweisen? Bis jetzt? Nein. Kriegt einen Dropkick und lässt sich verhöhnen. Oh oh. Der will doch nicht springen, oder? Nein. Ausgewichen, aber gleich wieder ausgekontert. Und wir sehen den ersten Wechsel. Kann der Dream Guy hier was zeigen? Jetzt ist Drago im Ring. Und Drago kontert gleich wieder mit einem wunderschönen Backflip. Ja, da sieht man, eingespieltes Tag-Team, aber Dream Guy befreit sich traumhaft. German Suplex. Und damit jetzt auch mal eine Aktion bei The White Dream. Und mal gucken, was The Ring King, so, The Sinking Ring King sein kann. Er ist jetzt hier mit Garcia am Ring. Zeigt einen Hyptos. Und endlich mal eine Art von Dominanz hier bei White Dream. Und ja, schöne Aufgabe Griff. Da wird das Bein überstretched und The Dream Guy wollte sicher gehen, dass sich da keiner einmischt bei der Submission. Oh, was kann uns der King denn zeigen? White Boy springt ins Leere. Und Garcia kombiniert hier kleine Aktion zu einer schönen Kombi. Der Wechsel. Ja, mittlerweile sind die beiden auch ein eingespieltes Tech-Team. The White Dream lebt. Und Dream Guy setzt einen Snap-Suplex an. Klein, schnell, effektiv. Positioniert sich neu. Geht in den Arm. Boah, überdreht den Arm und macht einen Armbreaker draus. Und jetzt aber auch das Seil. Wird er es schaffen? Er ist auf dem dritten Seil und springt mit dem Elbow drop. Ignorieren wir ein bisschen, dass er da am Seil hängen geblieben ist. Aber schöner Sprung. Der Schaden ist angerichtet.
Next Snap. Oh, auf dem zweiten Seil sehen wir eine verschätzte Senten. Und auch der ist ein Moonsault. Schön ausgewichen von Garcia. Und jetzt soll es weg aus der Ringecke gehen. Aber nicht mit White Boy, nicht mit dem Ranking. Oder vielleicht auch mit dem Ranking. Nein, er kann da noch runterrutschen, einen Tritt zeigen. Und jetzt soll es wieder zurück in die Ecke gehen, aber klappt nicht. Garcia ist da. Garcia, Springboard, Headbutt. Und ja, auch das Muskelpaket weiß seinen Körper zu benutzen. Inklusive der Ringumgebung. Aber der Wechsel war nicht schlau. Da hat man die Führung jetzt abgegeben. Und Drago landet außerhalb des Rings. Oh, da kommt er angesprungen. Genau. Tornado zieht durch die Seile durch. Da war ein Drago nicht aufmerksam genug und er muss den Preis dafür zahlen. White Boy hält seinen Gegner jetzt draußen. Ob das gut ausgeht? Beide werden angezählt. Beide müssen zurück in den Ring. Ansonsten scheidet man aus dem Match aus und das wollen wir ja nicht noch. Und jetzt Drago! Holy moly! Was bin ich hier am sehen? Nice, 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 nice. Ja, ja. Mexican Flavor zeigt, dass sie das alles auch können. Ah, gegen den Apron geworfen. Der Ringrichter ist schon bei 5. So langsam muss man sich Gedanken machen, wieder reinzugehen. Wir sind bei 6. 7 und White Boy am Boden steht aber schnell auf. Und beide sind wieder am Ring. Jetzt geht's weiter. Ein stürmender White Boy wird abgefangen. Aber er ist schnell. Er ist schneller als ein Drago. Was sehen wir denn jetzt? Ah, kleiner Twist of Fate, kleiner Starter, der geht aufs dritte Seil, er wird doch jetzt hier rausspringen. Nein, 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 nein. Oh, oh, er wartet, er lauert und er kommt angeflogen und wieder ins Leere. Zum Glück hat er sich abgerollt. Oh, wollte schon sagen, Ross in Leg Sweep, aber es wurde noch ein Facebuster draus gemacht. Die beiden lieben es, sich draußen zu prügeln, wie ich sehe. Und White Boy, oh, der küsst die Stalltreppe. Ich weiß nicht, der Körper braucht Eisen, aber das ist ein bisschen viel, oder? Ja, guck da, Drago will es. Drago will ihn wieder zurück in den Ring lotsen. Dauert ihn aber dann doch bis zu lange und au. Jetzt darf auch ein Drago mal die Stahltreppe knutschen. Beide sind sehr ungeduldig. Die Schlacht geht draußen weiter und jetzt wird hier ein Suplex angesetzt. Das tut doch weh. Überdreht. Ja, stattdessen kriegt One Point in German ab. Wann geht das Match wieder zurück in den Ring? Oh, Drago. Redet da mit dem Ringrichter, er soll schneller zählen. Und jetzt bei dem Ring. Oh nein. Was sehen wir? Was sehen wir? Suplex-Ansatz. Beine raufgelegt. Und Swinging Neckbreaker. Schöne Aktion. Aber bringt hier kein Vorsprung. Alabama Facemaster. Von Drago. Und jetzt der Wechsel. Jetzt haben wir einen sehr, sehr ausgeruhten Garcia im Ring. Und was wir ein White Boy da jetzt machen? Sich wehren ist schon mal ein guter Anfang. Doch wie macht er weiter? Lock up. Snap mehr. Rennt in die Seile.
Dropkick. Das wäre die perfekte Chance zum Wechseln und das macht er auch. Und jetzt haben wir zwei Ausgeruhte im Ring. The Dream Guy, Garcia. Und Garcia nimmt den Ohr für den Electric Chair, Facebuster. Und das Ding tut weh. 1, 2. Kommt noch raus. Und dann wieder der Wechsel. Sie behalten ihren ausgeruhten Mann ausgeruht in der Ecke. Und Drago soll jetzt hier nachsetzen. Snap Mörder und Auto-Kick. Und The Dream Guy. Man möchte meinen, er ist nur da, um zu kassieren. Aber White Boy ist da. Sichert hier die Niederlage. Und schöner Springboard Dropkick. Ah, Mr. Bombeck, ich sehe. Alles klar. Oh, oh, Drago. Drago, was zeigt er uns? Springboard Crosscrew. Alter, was die sich hier geben. Und jetzt ist ein Sprachfehler 23 aktiviert. Bitte Sprachfehler deaktivieren. So, White Boy ist jetzt im Ring. Nicht im Ring. Siehst du, da geht's weiter mit dem Sprachfehler. Oh, schöner Elektro. Was ich sagen wollte. White Boy ist gerade nicht im Ring. Er liegt am Boden. Jetzt wäre der perfekte Moment, eine fette Aktion zu zeigen und das Match zu beenden. Stattdessen ist hier aber ein Wild Dream Alive. Zeigt den Small Package Driver und 1 und 2 und... Das hätte es sein können. Oh, 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 der Finisher. Der Finisher. Kann White Boy sich einmischen? Ja. Die Submission muss nur noch durchgezogen werden. Und sie wird durchgezogen. Was für ein Ende. The Wild Dream gewinnt. Aber gerade so. Gerade so. Nice. Oh, wir hören da Musik. Was zum... Die kennen wir doch. Die kennen wir. Was machen die da? Was macht das Syndikat da? Provozieren hier The White Dream. Ja, da haben die ja noch eine Rechnung offen. Vielleicht merken wir uns das für später. Ja, das Syndikat. Hat sich ein Narren an euch gefressen, ne? What boy? Ja, Taker-Fan, das dachtest du. Aber es war nicht so. Ja, was wollte ich sagen? Das Syndikat. Naja, sie müssen sich ja auch beweisen, ne? Müssen ja hier auch sich zeigen, Dominanz klarstellen und jetzt, Leute, haben wir 6 Männer im Ring. Wir haben ein Triple Threat Tornado Tag Leiter Match. Und der Gewinner wird Hauptherausforderer gegen die Ministry of Darkness bei Rage in a Cage. Also, freut euch, denn jetzt haben wir 3 Teams mit jeweils 2 Leuten. Und wer sich diesen Koffer da oben holt, der wird Hauptherausforderer. Und ja, begrüßen wir mal das erste Team, ne? Man hat ja gesehen, wer da schon bereit stand. Die werden auch dran sein. Aber sie sind nicht die Ersten. Ja, okay, die brauchen noch ein bisschen, ne? Müssen sich sortieren. Ihr wisst, wie in der Schule damals eine Reihe bin, dauert ein bisschen, bis sich alle Kinder so benehmen und sich in die Reihe eingliedern. Genauso ist es beim Wrestling auch. Und hier kommen sie. Die Best Friends United. Oh ja.
Die beiden haben ihre Titel verloren. Das Rematch verloren. Gegen die Ministry of Darkness verloren. Aber sie geben nicht auf. Haben sie hier eine Chance? Gegen vier andere Superstars, gegen zwei andere Teams. Wir können gespannt sein. Das war auf jeden Fall das erste Team. Da kommt aber noch mehr. Noch viel mehr. Dann begrüßt man das zweite Team, ne? Wenn es denn kommt. Ja, der Plattenspieler muss jetzt die nächste Schallplatte für die nächste Team einwerfen, ne? Aber er hat es geschafft. Die Musik läuft und raus kommt Syndicate, oder? Ja. Das Syndikat. Die haben sich ja eben schon mal zeigen lassen. Und meine Damen und Herren, diese zwei. Sie haben schon mal so ein 6-Mann-Ding gewonnen. Und vielleicht schaffen sie es diesmal auch. Das Syndicat. Sie wollen auch mal Tag Team-Titel haben. Und da würden sie nicht nur durch Wände gehen. Sie würden dafür auch durch Leitern gehen. Zwinker, zwinker. Werden sie es schaffen? Doch wer ist das dritte Team? Wer wird jetzt bei diesem Triple Threat Tornado Tag Ladder Match teilnehmen? Ja, der Plattenspieler muss jetzt die nächste Musik finden. Er muss die nächste Musik einspielen. Das dauert immer ein bisschen, ne? Aber was will man da machen? Hm? Und wir hören die Musik. Oh yeah. Wir sind der Water. Wir sind Sugarfoot. Und ihr wisst, was das bedeutet. And at a combined weight of 715 pounds. Ja, diese beiden Leute vereint sind groß, stark, mächtig, schwer und fett. Zusammen sind sie big and tasty. Ehemalige Tag Team Champions. Diese Leute könnten hier alle einfach einatmen, wenn sie zu alter Stärke zurückfinden, denn das sind sie ja schon lange nicht mehr. Leider, sie waren ein sehr dominierendes Tag-Team, aber naja, auch der größte fällt vom Berg, ne? Aber vielleicht klappt es ja jetzt. Und es geht los und Biggie Tasty kriegt gleich meine Doppelaktion hier ab. Und schauen wir mal, wohin führt uns die Reise. Syndikat hat sich einen Amazing Black geschnappt, während Pickett Tasty sich einen Tiger Ronnie geschnappt haben. Und ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall eine sehr unfaire Aufteilung. Es wird gleich wirklich ein Team auseinandergestückelt. Oh Gott, dieser Black Suplex auf den harten Boden. Oh Gott, der Arme. Der arme rothaarige Tiger Ronnie. Und Amazing Black. Oh Mann. Warum hassen die BFU so? Also. White Boy, was hast du gemacht? Und kurz essen, bis gleich. Achso, verstehe. Ich
Ich weiß zwar nicht warum, White Boy, aber du hast irgendwie selbst einen Timeout verpasst. Aber ich habe dein Timeout wieder entfernt. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Aber irgendwie sagt sich Stream Elements, ey, der Typ braucht ein Timeout. Ja, das kann sein, ne? Oh, Powerbomb. Aber wie gesagt, ich habe es gleich wieder entsperrt. Aber ich sehe es. Du hast ein First Blood Match gewünscht. Ich sehe die Nachricht ja trotzdem, ne? Sie ist ja durchgestrichen, also alles gut. Oh, oh, Tiger Ronnie ist oben. Tiger Ronnie ist oben am Koffer. Und jetzt kommen da alle hin. Wollen das aufhalten. Oh, Syndicate. Oh, bearbeite ein Tiger Ronnie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was sehen wir da? Und Water! Nein, nein, Water, das machst du nicht. Water springt! Oh Gott! Heftig! Und jetzt ist Sugarfoot oben. Aber ein Luigi Vespucci, passt auf und schaut euch Water an. Water liegt da. Wie auf einem Tisch serviert. Eigentlich müsste Sugarfoot jetzt so richtig schön Hunger kriegen. Oh, Tiger Ronnie nimmt sich die Leiter, aber wird da unterbrochen. Cool Nelson Ansatz, aber abgewehrt, über die Schulter geworfen und gleich den nächsten abgewehrt. Wo geht die Reise hin? Über das Seil. Oh, Tiger Suplex, schön. Amazing Black kommt angesprungen. An ein Luigi vorbei. Ich dachte erst, das Ding geht daneben, aber er sieht einfach Sugarfoot an. Oh, jetzt haben wir da eine Leiter im Weg. Wir müssen hier aufpassen, nicht, dass die drauf fallen. Ein Suplex. Oh, oh, Luigi mit den Dress Amigos. Aber Sugarfoot rettet. Weil er selbst was zeigen will. Auch da befreut sich ein Amazing Black. Oh, der arme Amazing Black kriegt von allen Seiten was ab. Schulterbreaker. Luigi fällt da auch hin. Oh Gott. Was für ein Durcheinander. Was für ein Durcheinander. Und Sugarfoot hat eine Leiter. Und er hat Amazing Black. Keine Leiter am Ring. Water liegt am Boden, bereit für den Frog Splash. Und er kommt, er sitzt. Wunderschön gemacht. So, jetzt die Reise hochgehen. Auf die Leiter rauf. Erstmal sehen wir einen Side Suplex. Elbow Drop hinterher. Aber Water ist aufgewacht und jetzt ist Water wütend. Oh oh, oh oh, Alabama Slam von einem Amazing Black. Oh, und Water, Water, der ist sauer. Water hat Hunger. Aber was sehen wir da? Leon Vespucci ist oben. Kann ihn einer aufhalten? Water versucht sich dort einen Weg hinzubahnen, klappt aber nicht. Oh mein Gott, schaut euch Luigi an. Luigi Vespucci. Er springt. Oh. Aber er trifft nur die Leiter. Der Water. Oh Mann. Heftig. Und jetzt. BFU. Gut positioniert. Leiter ist da. Oh, Tiger Ronnie klettert auch hoch. Ist oben am Koffer. Aber Leon Vespucci verfolgt ihn. Headbutt. Oh,
oben gibt es Schlagabtausch. Oh, Superplex. Superplex. Ah, es wird durchgezogen nach draußen. Tiger Ronnie ist gerade gestorben. Heftig. Und ein Luigi Vespucci, der hat irgendwann einen Poison Mist abbekommen. Leider weiß ich nicht wann. Denn im Messing Back gibt es da gute Mühe, sich mit allen anzulegen, während sein Tech Team Partner draußen noch bewusstlos liegt. Oh oh. Sugarfoot befreit sich aus diesem Power Slam. Jetzt muss er aber umdrehen. Denn auf der Leiter ist ein Leon und der darf da oben nicht ran. Oh, Tiger Ronnie kommt wieder. Was macht er? Oh, er will die Leiter umstoßen. Schafft er das? Er schafft es! Dieser Mann. Oh, Feige. Schlag, Schlag. Oh, ein Luigi sieht gar nicht mehr so gesund aus. Hat da ein bisschen Auerweh im Kopf. Ja, Tiger Ronnie ist da. Wird die Leiter hochgehen? Wird es klappen? Wird es klappen? Er, nein, er geht auf der Leiter, um zu springen. Und er springt mit dem Crossbody von der Leiter, anstatt sich den Koffer zu holen. Und jetzt Best Friends United auf der Leiter. Oh ja. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das geht doch nie gut aus. Das geht nie gut aus. Was für ein Hin und Her hier jedes Mal. Oh, oh, Powerbomb von Amazing Black. Oh nein, 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 wo geht die denn hin? Wo geht die denn hin? Oh, ich dachte schon, die geht nach draußen, aber. Das Syndikat ist da, um alles und jeden zu bearbeiten. Und schaut euch den Sugarfoot an. Oh, 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 und Water rastet aus. Verpasst ihn aber so einen Schlag. Und der gleich Snap hinterher. Und oh, schön gemacht. Leon Vespucci rettet seinen Tag Team Partner das Leben. Oh, oh, was sehen wir denn da? Was sehen wir denn da? Rock Bottom. Oh Gott. Wir werden ja alles sehen, was hier nicht alles passiert. Und ein Water geht die Leiter hoch. Oh, oh, Fame Azza. Danach hat er Zeit, auch um ein Water aufzuhalten. Wer wird der Herausforderer Nummer 1 für die Tag Team Champions? Crossbody abgefangen. Oh, Sugarfoot, du bist eine Gewalt und er macht seinen Finisher draus. Den Roland Fireman's Carry. Apropos Finisher. Hier kommt der Jackhammer gegen einen Amazing Black. Oh, 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 Sandwich Maker, während ein Luigi da sich den Koffer holt. Kommt, Sugarfoot. Schnell genug ran. Oh, er kann das angreifen. Aber gerade so. Gerade so. Und nochmal. Der Roland Fireman's Carry. Wildes Hin und Her. Chaos pur. Das ist das Schöne an so einer großen Matches. Doch irgendwann wird es hier Ordnung geben. Und dann wird einer hochklettern. Schulterbrecker von Luigi. Der sich damit einem Tiger Ronnie anlegt. W-
Wo geht die Reise für Water hin? Ans Seil. Aber Sugarfoot passt auf. Sugarfoot rettet seinen Tag Team Partner hier. Man muss sagen, Leon liegt schon sehr lange draußen rum. Was kommt schon, Tiger Rowdy? Oh ja, guck da, der legt sich jetzt mit dem Syndikat an. Er muss nur springen. Oh, das klappt. Ich glaube, da wurde das Syndikat gestoppt. Oh, Tiger Rowdy geht hoch. Wenn Leon da jetzt noch den Sugarfoot wegnimmt. Oh, stattdessen gibt es da oben Schokslam oder was? Unterbrochen! Unterbrochen, die Chance! Die Chance. Aber Familie Vespucci ist da. Das Syndikat hört nicht auf. Oh, Tag Team Aktion. Tag Team Aktion! Samoan Facebuster hier vom Syndikat. Ja, eigentlich spielt das Tag Team. Die machen das schon gut. Und man legt sich da weiter mit einem Tiger Rowdy. Ah, Dropkick geht ins Leere. Doch wer achtet denn da auf ein Sugarfoot? Keiner. Sugarfoot kann frei machen. Oh, gerade so noch rechtzeitig. Oh, da wird er zur Powerbomb genommen, aber Water ist da. Water ist aber ein wenig verwirrt, aber es reicht. Oh, er ist oben. Er muss nur noch das Ding lockern. Und er macht's. First Friends United sind Nummer 1 Herausforderer für die GCW Tag Team Champions. Das war Chaos pur. Aber wir haben einen Gewinner. Und wir hatten echt ein paar krasse Aktionen bei. Die Sprünge von der Leiter. Letztendlich hat das BFU gemacht. Ja, die roten Haare geben in Kraft, ne? Das verwirrt die Gegner so sehr, dass sie gar nicht richtig kämpfen können. Aber hey, wieder ein Match geschafft. Und um mal jetzt ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, ne? Gibt es jetzt mal keine Männer. Jetzt kommen wir zu den Knockouts Match. Und davon haben wir heute ein paar drin. Also freut euch, dass jetzt ein bisschen mehr kommt. Bei der ersten Begegnung wird es ein 1 gegen 1 Match sein. Und wir haben ein Monster. Ein wirkliches Monster. Das gegen ein Nicht-Monster antreten darf. Ja, so viel sage ich schon mal. Deswegen begrüßen wir erstmal Whitney. Die gute Whitney. Diese Dame darf heute ran. Sie darf nicht gegen Kim Kulber ran. Auch nicht gegen Beautiful Blue. Auch nicht gegen Freakzilla. Auch nicht gegen Debra. Sie kämpft heute gegen das größte Monster der GCW. Wäre es ein 90er Cartoon, würde sie das Monster aus Versehen sein. Begleitet von meinem Geist namens Johnny. Aber wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Wir sind im Jahr 2023 angekommen. Und bald wird auch das Spiel in 2023 angekommen sein. Ne? Wir haben ja unseren letzten Monat, kann ich ja nochmal so ein bisschen runterrasseln. Wir sind im letzten Monat von 2K22. Und danach konzentriert sich alles auf die 23. Ne? Natürlich vergeht ein bisschen Zeit, es muss wieder viel gebastelt werden, alles zusammengestellt, die Leute zusammengerufen werden und so weiter. Also
wird es dann eine Weile keine Shows geben, nachdem wir diesen Monat hier fertig gespielt haben. Vielleicht gibt es dann so einzelne Streams, die zeigen, wie man was erstellt, sei es vom Logo oder Titel her oder ähnliches. Vielleicht gibt es auch noch einfach so eine Zusammenfassung an tollen Momenten, die in diesem Jahr passiert sind. Und da kommt das Monster aus Versehen, die Dame, die alles zerstört. Wenn sie will, dann kann sie ja. Lilith Tia, diese Dame, diese Amazone, diese Kämpferin. Sie darf jetzt hier ran. Sie darf sich jetzt hier beweisen. Wird sie es schaffen? Ja, nein, vielleicht. Sie hat ja schon hier und dort echt krasse Siege gefeiert, ne? Aber richtigen Titelgewinn gab es noch nicht. Das muss man ja mal sagen. Ah, aber einen schönen Start hat sie hier. Keine Whitney, keine Chance. Wird gleich zu Boden gepfeffert. Und kriegt einen Schulterattacke ab. Harte Aktion, aber diese Dame. Die will es wissen. Oh, da wird die Whitney umhergeschleudert. Und jetzt geht es wieder aufs dritte Seil. Und Whitney will wieder. Sie will es wieder tun und das schafft sie auch. Warum? Was ist mit einer Whitney los, die so viel mit sich machen lässt und jetzt endlich mal ein Lebenszeichen. Doch sie sollte da aufpassen, nicht dass eine Lilith Tia noch wütend wird. Atomic Drop. Das war sogar ein inverted Atomic Drop. Dann gibt es noch ein paar Snake Eyes hinterher. Warum? Weil man es machen kann. Oh, jetzt mal die Offensive von Whitney. Nein, wird gleich wieder ausgekontert. Oder vielleicht doch. Und Whitney nimmt sich hier die Tia hoch. Schmeißt sie mit einem Elevated Completer zu Boden. Und jetzt ist sie am Drücker. Jetzt ist ihre offensive Phase angekommen. Cover. Eins, zwei und fast. Fast. Und Lestia kommt angestimmt, wird hier aber blockiert von einer Whitney, die einen Belly to Belly zeigt. Oh, diese Dame. Trotzdem, es lässt hier ein Tier, will sich da durchsetzen, kommt aber nicht weit. Erstaunlicherweise kommt sie da nicht so weit. Jetzt die Clothesline. Ist schon ein klein wenig effektiver. Eine Beinschere. Whitney kommt da aber noch spielend leicht raus, aber nicht aus dieser Powerbomb. Gesessen, das war's. Eins, zwei und drei. Nein, Whitney kickt raus. Das hat nicht geklappt, da muss noch mehr kommen. Whitney setzt nach, zieht am Arm. Bearbeitet den Rücken. Oh, für wen seid ihr denn? Wer wird das Ding hier machen? Whitney springt mit einem Splash. Welche rothaarige Diva wird das Ding hier machen? Hm? Wird das eine Whitney sein? Ein schwarz-rot oder wird es Lilith Tia sein? Ein braun. Und da kommt ein Inverted Pile Driver. Und eine Lilith Tia ist vielleicht jetzt weg. Nein, sie kickt raus.
Ja, dieses Publikum schreit schon, das ist Wrestling. Ja, das ist Wrestling. Bodyslam versucht es hier, überdreht, befreit sich da, aber Whitney lässt sich davon nicht abwimmeln. Aber von dieser Kombination lässt sie sich ein bisschen bezirzen. Nächster Versuch hier, Lilith Tia auf die Schulter zu nehmen und das klappt auch. Discus Punch. Oh oh, Palm Pendel. Doch was macht sie aus diesem Palm Pendel? Power Slam, Cover. Eins, zwei und das Lächeln ist gruselig und das Lächeln reicht. Das Lächeln hat den Referee überzeugt, dass das doch eine 3 war und damit ist eine Lilith Tia geschlagen. Hier sehen wir nochmal den Pump in den Drop. Diese Aktion hat es beendet. Diese Aktion hat eine Lilith Tia bis 3 auf die Matte liegen lassen. Und damit gewinnt die Whitney mal wieder. Die hat ja in letzter Zeit einen richtig guten Lauf. Und sammelt sich ein Sieg nach den anderen. Heftig, aber schön. Schön gemacht. Ja, muss Lilith hier aber in der Zukunft mehr zeigen, weil, naja, man kommt hier mit Siegen weiter, nicht mit Niederlagen. Als Neuling vielleicht noch so ein bisschen, ne? Aber ansonsten gut. Dann kommen wir zum nächsten Match und wir schicken noch mehr Knockouts in den Ring. Wir schicken noch mehr weibliche Superstars der GCW in den Ring, die sich gegenseitig bekriegen dürfen. Und wir fangen an mit unseren GCW Knockout Champion. Die Championess der Damen hat bei ihrem Rückmatch den Titel zurückbekommen und hat das Ding jetzt auch schon einmal verteidigt gegen eine Deborah. Und ja, weiterhin ist Kim Kulbe hier unsere Championess. Schwer zu schlagen. Man muss aber sagen, sie hat in der Vergangenheit einen auf Lord of Nightmare gemacht. Hat sich in den unwichtigen Matches verprügeln lassen, hat Niederlagen gesammelt. Aber wenn es drauf ankommt, war sie da und hat ja ihren Titel verteidigt. Und was will man als Champion mehr? Als seinen Titel verteidigen, als die Regentschaft bestehen zu halten. Ah, ich sehe schon, der White Boy, der hat was gegen die Kim Kulbe. Kommen wir aber zum Gegner. Eine ehemalige Championess. Sie war die erste, die eine Kim Kulbe den Titel abgenommen hatte. Zwar nicht für lange Zeit, aber sie hat es schon mal geschafft. Und sie kann es bestimmt auch wieder schaffen. Beautiful Bloom. Diese Dame soll es heute mit einer Kim Kulbe aufnehmen. Wird sie es schaffen? Ja, nein, vielleicht. Man weiß es nicht. Also setzen wir uns zusammen, genießen wir dieses Match, denn es geht jetzt los. Kim Kulbe in Braun, Beautiful Blue in, natürlich in Blue. Let's go! Und Kim Kulbe hat einen guten Start, kommt mit dem Elbow Drop angeflogen und ja, gleich mal covern. Kann ja funktionieren, ne? Dragon Screw von Beautiful Blue. Es hat sich gereimt. Whip. Ringecke. Was macht die Blue jetzt da draus? Positioniert sich ihren Gegner. Geht aus dem Seil. Und da soll doch der German Drop gekommen. Und der sitzt. Und sie macht gleich weiter, springt einfach mit ihrem Körper voran in Richtung Kim Kulbe, aber die Dame ist vorbereitet, sie weicht aus. Keine Chance. Und jetzt schon wieder.
Wenn es einmal klappt, wird es auch ein zweites Mal klappen, oder? Und ja, das Ding hat funktioniert. Oh, da gibt es eine komische Variante eines Leg Drops. Aber ey, alles was dem Schaden zufügt, sollte effektiv sein, ne? Oh, Slide. Schöner Single Leg Dropkick. Bitte von Lu. Macht das bis jetzt sehr gut. Sie kann sich da gut durchsetzen. Doch wie lange wird das noch gut gehen? Sie ist da auf dem dritten Seil. Oh, Springer Dropkick abgewehrt. Kim Kulwe macht das super. Oh, aber diese Reaktionsfähigkeit von Beautiful Blue. Einfach mal einen Hurricane Runner draus gemacht. Und wieder der Somersault Leg Drop. Coverversuch. 1, 2. Wird das reichen? Nein, das reicht doch noch lange nicht. Das reicht nicht gegen eine Kim Kulwe. Phoenix Blech geht aber ins Leere. Ein spannendes Hin und Her. Noch keiner kann sich durchsetzen, um seine richtig harten Aktionen zu zeigen. Aber der Beauty von Blue ist auf dem richtigen Weg, eine Kim Kulwe zu besiegen. Kann sie das aufrecht halten? Oh, Whippersnapper! Und jetzt soll es hochgehen. Der Blue ist Monster Ever. Er soll kommen. Sie dreht sich um. Sie springt ab und das Ding sitzt. Cover! Gesetzt. 1, 2 und 3. Nein! Nicht mit Kim Kulwe. Nicht mit Kim Kulwe. Ja, Springboard Senten hinterher. Da fehlt noch ein bisschen. Würde vom Blues auf dem richtigen Weg. Jetzt darf nur seine Kim Kulwe nicht zurückkommen, weil sonst ist das Ding vorbei. Butterfly. Suplex. Oh, schöner Low-Driven Dropkick. Doch wie macht sie weiter? Roundhouse gegen die Seite. Kim Kulwe wird rausgeschmissen. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Draußen kann eine Kim Kulwe wieder ordentlich Fuß fassen. Da kommt der Tritt gegen den Arm und Kim Kulwe baut sich hier langsam wieder auf. Aber ich weiß genau, was du meinst. Das hätte ich auch wirklich fest so gemacht, wenn man hier halt auch wirklich freie Mixed Matches machen könnte. Aber da ja so diese Männer gegen Frauen Matches hier total illegal sind in dem Spiel, lohnt sich das nicht wirklich. Der Referee ist schon bei 6 angekommen und so langsam muss man sich wieder in den Ring begeben. Und jetzt gibt es einen harten DDT hier, Richter. Spacey, und bitte von mir macht weiter. Eine fette Aktion. Okay, wieder zurück in den Ring. Bitte von Blue will es ordentlich beenden. Oh, 9. Ja, auf dem Apron ist nicht im Ring. Was zeigt sie uns jetzt? Crossbody. Und sie geht wieder hoch. Kommt jetzt wieder ein Phoenix Splash oder ein Blues Mounted. Irgendeine dicke, fette, harte Aktion. Nein, Kim Kulwe steht langsam auf. Bitte für Blue lauert da. Für was? Für nichts. Aber trotzdem, schön gemacht. Wheelbarrow, Stunner. Und jetzt ist eine Kim Kulwe besser positioniert. Ja, nein, vielleicht. Nein, sie liegt doch wieder so weit weg. Außerhalb der Reichweite. Stattdessen gibt es einen Dropkick. Wieder auf die Ecke. Kim Kulwe steht. Kim Kulwe ist da. Und ich glaube, damit war's das. Backstabber. Und Kim Kulwe zeigt einmal ihren Finisher. Und das war's. 2. Und was? Sie kickt raus. Der Backstabber reicht mal nicht. Aber dann gibt es den Manhandle Slam abgewehrt. Und beide geben sich jetzt wieder richtig die Kante.
hin und her. Ich sag mal, wer die nächste große Aktion bringt, gewinnt. Wer die nächste große Aktion zeigen kann. Doch wer wird es sein? Kim Kurbel gibt dir auf jeden Fall Gas. Viele kleine Aktionen reichen die. Nein, aber es war knapp. Ich meine, es reicht auch schon, wenn man die Seele aus dem Gegner treten kann. Und Strength Screw. Doch wie macht das Beautiful Blue jetzt? Gory! Neckbreaker! Das war's. Das war's. Das Match ist vorbei. 1, 2 und 3. Ich habe es euch gesagt. Beautiful Blue kann es. Sie ist mächtig genug, um eine Kim Kolbe zu besiegen. Oh ja, Kim Kolbe macht so weiter wie immer. Außerhalb von wichtigen Matches lässt sie sich besiegen. Aber wenn es dann wieder um den Titel geht, ja, dann ist sie wieder das Tier Kim Kolbe, das wir kennen. So, unser Abend geht ja noch ein bisschen weiter und jetzt kommen wir auch zu einem schönen Match. Eine Ausstellung, die wir schon oft gesehen haben, aber die wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen sehen werden. Dann freut euch mal. Lord of Nightmare ist im Ring. Sein Gegner ist... Ja, Prinz Kira, der mal einen anderen Weg zum Ring nimmt. Und... Ja. Wenn man Lord of Nightmare nicht fair besiegen kann, dann macht man das so. Schauen wir doch mal, wo es ihn hinführt. Jab. Back Elbow. Aber ich muss sagen, das war der schnellste Trance, den ein Lord of Nightmare jemals hinbekommen hat. Und Chokedos. Aber ich glaube, das hat ein Lord of Nightmare nur wütender gemacht. Ich glaube, Prinz Kira, der hat sich da gerade sein eigenes Grab geschaufelt. Denn ein Lord of Nightmare macht man nicht wütend. Ich meine, dieser Koloss, der geht jetzt aufs dritte Seil, springt in einen Legdrop und das Match kann jetzt schon vorbei sein. 1, 2. Naja, fast. Schläge. Prinz Kira wehrt sich aber gegen diesen Koloss namens Lord of Nightmare. Geht wieder Back Elbow. Trifft auch wunderbar. Hat sich da auch ein bisschen selbst verletzt. Ja, sind halt Risikomoves, ne? Oh, aber er gibt Gas. Also wirklich, kommt er mit dem Vorarm an. 1, 2. Prinz Kira will es, aber bekommt er es auch. DDT-Ansatz, aber gekontert. Da muss er den Backbody-Drop nochmal fressen und jetzt wird er wieder umhergeworfen. Schocktos. Der Lord of Nightmare macht keine Gefangenen. Body-Slam-Ansatz, wo geht die Reise hin? Oh, oh. Ja, er weiß auch die Ringumgebung zu nutzen und das... Ja, man könnte meinen, das könnte reichen. Einfach nur so aus Depressionen liegen bleiben, weil man gegen ein Lord of Nightmare nicht viel machen kann. Oh, Schokeslam! Aber Prinz Kira kennt diese Aktion. Er weiß, das Ding darf nicht treffen. Und wieder der Schoktos. Ein Prinz Kira mit ihr umhergeworfen. Warum auch nicht? Er lässt es ja mit sich machen, ne? Und weiter. Lord of Nightmare zeigt dem Prinz Kira, dass er wirklich ein Highflyer ist. Oh, schöne Kombination. Aber da ist der Prinz Kira. Hurricane Runner. Und Coverversuch. Reicht da schon? 1, 2, nein. Oh ja, Prinz Kira wehrt sich weiterhin. Macht das auch gar nicht so schlecht. Doch leider fehlt da noch was. Da fehlt noch ein ganzes Stück. Lord of Nightmare so einfach zu besiegen. Small Package!
in das schwarze Loch gesogen. Aber da kommt auch gleich die Überraschung von Lord of Nightmare. Wie geht es hier weiter? Und wieder Beckerbo! Das ist erstmal die natürliche Schwäche eines Lord of Nightmares. Und Prinz Kira, der wartet da jetzt. Es geht hoch. Nein, es geht nicht hoch. Lord of Nightmares ist ein bisschen schlauer. Der TKO sitzt nicht, aber stattdessen sehen wir jetzt den Tombstone Pile Driver. Und ja, das Ding hatte ihn auch den Titel gekostet. 1, 2 und 3. Nein! Ja, das scheint auszureichen, um ein Lord of Nightmare zu pinnen. Genau, Prinz Kira. Jetzt denk mal nochmal nach, was du noch machen könntest. Hm? Form! Klappt aber nicht. Ja, der Lord of Nightmare ist ein Tier. Keiner kann ihn hier in der letzten Zeit aufhalten. Und auch der Schokslam geht durch. Und nein, nach dem Schokslam ist nicht Schluss. Nach dem Schokslam muss auch der Tombstone Pile Driver kommen. Angesetzt. Durchgezogen. Und damit hat ein Prinz Kira verloren. 1, 2, 3. Was? Heftig. Und das Schicksal will noch nicht, dass ein Prinz Kira hier gepinnt wird. Weg vom Seil gezogen. Und jetzt der modifizierte Sharpshooter eines Prinz Kiras. Wird er einen Lord of Nightmare hier zur Aufgabe zwingen? Das Ding ist gut durchgezogen, aber Lord of Nightmare befreit sich da trotzdem draus. Oh, er weicht da irgendwie aus. Trotzdem, Lord of Nightmare bleibt hier am Drücker. Lord of Nightmare macht weiter. Und da wieder ein Choke Toss. Zwar eine andere Variante, aber Splash trifft nicht. Was kann Prinz Kira hier noch zeigen, um diesen Albtraum zu entkommen? Bis jetzt ist Lord of Nightmare hier der klar bessere und er setzt doch eine harte Aktion nach der anderen nach. Oh, ein Headbutt. Ist das jetzt die Chance? Kann jetzt der TKO kommen? Nein. Weiterhin keine Chance gegen Lord of Nightmare. Aber er zeigt uns einen wunderschönen Dropkick. Und nimmt jetzt das Tempo ein bisschen raus. Denn jetzt muss nur noch eine harte Aktion treffen und dann ist das Ding vorbei. Und der dritte Tombstone Pile Driver. Und wieder hat Prinz Kira keine Gegenwehr gezeigt. Und das Ding sitzt vorbei. 1, 2, 3. Hatte Prinz Kira ihm überhaupt nichts entgegenzusetzen. Da hätte ein bisschen mehr kommen müssen, ganz klar. Also. Und damit ganz klar. Ganz klar verdient. Lord of Nightmare zeigt, warum er der No Disqualification Champion ist. Und es wahrscheinlich noch eine Weile sein wird. Ja. Das war der Lord of Nightmare, ne? Ich hatte es vor diesem Stream ja schon mal erwähnt. Während das nächste Match vorbereitet wird, rassel ich noch mal ein paar Sachen runter. Ich bin ja jetzt offiziell Twitch Affiliate. Dafür ändern sich für mich ein paar Sachen, für euch ein paar Sachen. Ich gebe mir auch Mühe, diesen Twitch-Kanal hier auszubauen. Ihr habt ja zum Beispiel gesehen, man kann jetzt Punkte nutzen und sie einlösen. Bis jetzt kann man sich eine Matchart für die nächste Show wünschen. Da wird noch mehr kommen, da wird noch mehr folgen. Was sich aber noch geändert hat, ist, dass jetzt auf meinem Kanal Werbung zu sehen ist. Diese Werbung kann ich nicht ausschalten. Ich kann nur ein bisschen optimieren, wann sie kommt. Und ich versuche, Werbung
immer für Entrances zu benutzen, ne? Dass wir in unseren Matches keine Störung oder so haben. Das kann ich anders nicht beeinflussen. Ansonsten kann ich es auch automatisieren. Und dann kommt es irgendwann. Und ja, dann könnte was Schönes passieren und ihr könntet was Schönes verpassen. Das wollen wir ja nicht, ne? So, Lord of Nightmare, ich fordere dich zu einem Extreme-Match heraus. Ja, Bolt, weil du forderst ihn und alles heraus. Am besten Handicap-Match. Du alleine gegen vier andere. Alle, die du bis jetzt herausgefordert hast. Alle. Ah, das bringt mich auf Ideen für die nächste Show. So, kommen wir aber zum nächsten Match, denn jetzt haben wir ein Rückmatch für den... Jetzt haben wir ein Rückmatch für den Shining Star Championship. Denn unser Corey Dynamite, der war ja vor kurzem Champion, hat es aber in einem Triple Threat TLC Match verloren. Es war auch Error sein Rückmatch, das er verloren hatte. Deswegen hat er jetzt auch keine Beteiligung an diesem Match. Weil er hatte seine zwei Chancen und hat diese verspielt. Aber das war ja auch das Rückmatch von ein Yoshi Hiroshi, der das Ding dann auch gewonnen hat beim Reboot Rumble Revenge. Und deswegen haben wir jetzt das letzte Aufeinandertreffen. Wer immer hier gewinnt, hat den Titel erstmal sicher. Dann gibt es keine Rückmatches, keine Klausel, die einen nochmal rettet. Wer jetzt hier dieses Shining Star Championship Match gewinnt, ist Shining Star Champion. Und das bis zur nächsten großen Veranstaltung. Deswegen sind wir gespannt. Da ich das jetzt alles erklärt habe, rede ich jetzt weiter zu meinem Twitch-Kanal, ne? Weil ist ja jetzt alles frisch und so. Ja, ich bin jetzt offiziell Affiliate. Das mit der Werbung wird sich ändern, aber auch die Kanalpunkte habe ich jetzt eingefügt, ne? Wir sammeln hier eine Währung namens Klappstühle und mit diesen Klappstühlen kann man sich jetzt Sachen gönnen. Es werden über die Zeit immer mehr Sachen. Ich muss nur die Ideen haben, für was man die einsetzen kann. Und jetzt haben wir zum Beispiel, dass man sich für 300 läppige Punkte eine Matchart wünschen kann, die in der nächsten Show auftauchen wird. Ist jetzt bloß der erste Test, der erste Versuch. Gucken, ob es funktioniert. Aber da wird noch was kommen, ne? Also damit werde ich noch ein bisschen rumspielen. Das wird alles ausgebaut hier, denn ich will auf Twitch wachsen und zusammen werden wir hier wachsen. Und wenn ich sage wachsen, wo ich auch wachsen will. Oha. Okay. Mein Restream meckert gerade ein bisschen. Aber alles gut. Das beeinflusst euch nicht. Ich probiere mal was. Denn wo ich auch noch wachsen will, ist natürlich auf Discord. Und hat's geklappt. Okay, nein, das klappt jetzt nicht. Schade. Hey, Pascal, Hallöchen. Hast zum Ende noch eingeschaltet. Wir haben jetzt noch ein Titelmatch hier vor uns und danach haben wir noch den Main Event und jetzt geht es um den Shining Star Championship. Hier wird jetzt richtig Liebe gemacht. Denn wir haben Corey Dynamite, der sein Rückmatch hier einlösen will. Und unseren alten neuen Champion, Yoshi Hiroshi. Was sagt ihr? Wer wird gewinnen? Wird es ein Yoshi Hiroshi sein? Oder wird es ein Corey Dynamite sein? So, und es geht los. Ah, der süße Corey gewinnt.
Wollen wir, dass Sissy Corey gewinnt? Hast du was gegen Asiaten oder was? Nein, Spaß. Scherz. Und es geht los. Schöner Vorhaben von Yoshiroshi. Er muss seinen Titel hier verteidigen. Er will zeigen, dass er der Shining Star Champion ist. Der aufgehende Stern der Liga. Und dafür steigt er auch hoch hinaus aufs dritte Seil, kommt angeflogen mit einem Splash und landet auf Corey. War schon ein Two-Count. So schnell kann es gehen. Aber Corey Dynamite zeigt jetzt endlich mal ein Lebenszeichen. Der muss sich ja jetzt hier durchsetzen. Ne? Er will seinen Titel zurückhaben, also muss er dafür auch kämpfen. Und dazu setzt er gleich mal eine Armbar an. Aber da sieht man die Klasse eines Yoshiroshis. Er dreht da sehr schnell. Einfach sein Körper ist aus der Aktion draußen und kann dann nachsetzen. Wip. Gegner auf dem Apron platziert. Was macht er draus? Nichts. Der Corey Dynamite kontert. Kommt in den Ring. Aber gleich wieder in die Arme. In den Half Nelson Facebuster. Und in Yoshiroshi nutzt das gleich aus. 1, 2. Und da kommen Schläge auf ihn zu. Corey Dynamite bekommt hier eine Kleinigkeit nach der anderen geschenkt. Oh, geduckt. Schläge. Half and Half Suplex. Fette Aktion. Und damit, ja, versucht er es. Klappt nicht. Also was muss man ab und zu machen? Man muss ab und zu gucken, wo man gerade steht. Wie viel Lust hat der Gegner? Wie viel Energie hat er noch? Das kann man alles mit so einem Pinhead abmessen. Und dann kommt der Swing in Complete Shot. Cover 1, 2 und 3. Nein. Der Champion kickt raus. Der Swing in Complete Shot ist noch nicht genug. Da muss noch mehr kommen. Aber ist schon mal gut für ein Corey Dynamite. Die Frage ist, wie lange kann er noch gegen einen Yoshiroshi ankommen? Butterfly. Suplex. Ja, er dreht auf. Er dreht richtig schön auf. Aber so ein Chop von Yoshiroshi tut weh. Oh, schön. Corey Dynamite will es. Aber er kriegt nur ein Knie ins Gesicht. Und Corey Dynamite soll aufstehen. Für was? Für was soll er aufstehen? Oh, 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 kommt jetzt der Rolling Fireman's Carry. Ja! Der Signature geht durch und das Cover 1 und 2. Aber Corey Dynamite ist noch fit. Corey Dynamite kickt da raus. Doch es wird langsam gefährlich. Denn wir wissen, was jetzt kommt. Und er kann ausweichen. Kein Inverted Alabama Slam mit dem wunderschönen Camel Clutch. Stattdessen gibt es aber noch ein Swinging Complete Shot und das Cover 1. 2, 3, nein! Das Publikum schreit, one more time! One more time! Na los, Corey, dann mach nochmal one more time! Oh, weg vom Seil. Das soll jetzt auch nicht aus Versehen ein Rope Break kommen. Und da sehen wir sein Sharpshooter! Und das gegen einen sehr geschwächten Yoshiroshi. Wird das klappen? Er zieht durch, aber nicht genug. Yoshiroshi befreit sich. Oh, der Shop. Gelingt nicht. Swing and Complete Shot. Cover. 1, 2 und 3. Corey Dynamite macht das Ding. Er macht den Sack zu. Aber nicht einfach nur so. Er hat einen Yoshiroshi richtig dominiert. Heftig. Und ja, Yoshiroshi ist natürlich betrübt, sich so fertig machen zu lassen.
Aber wir haben einen neuen Champion. Und ja, Taker-Fan, du schreibst es. Warum sollte ein Champion einfach so gegen so einen kleinen, miese Mane antreten? Also das sind die Worte von Lord of Nightmare, ich meine. Ne? Aber ich sag mal so, ihr hattet ja jetzt einen Sieg im Tag-Team-Bereich. Sammelt weiter Siege. Und vielleicht trifft man ja die Ministry of Darkness in einem anderen Bereich der GCW. In einem sehr, sehr dunklen Bereich der GCW. Kommen wir aber jetzt zum Main Event. Denn jemand hat ja auch noch einen Rückmatch vor sich. Er war sehr kurz GCW-Champion, ne? Er war eine sehr, sehr kurze Zeit GCW-Champion. Und hat das Ding bei der ersten Möglichkeit verloren. Trotzdem hat auch er sein Recht auf ein Rückmatch. Ugly Retardo löste den Reboot Rumble Koffer ein, um ein Jester Baker zu besiegen. Und dieser Mann. Ja, er hat ein Jester Baker und 1 gegen 1 besiegt. Das ist wahr, das stimmt. Und dagegen kann man auch gar nichts sagen. Aber in einem fairen Aufeinandertreffen wird er auch heute wieder, wurde er auch in der Vergangenheit, von Jester Baker bereut. Also es wäre schon eine richtige Überraschung, wenn er hier irgendwas Tolles zeigen kann gegen Jester Baker. Aber genau das macht es ja so spannend, ne? Werden wir hier die Überraschung sehen? Kann ein Ugly Retardo in einem fairen 1 gegen 1 in seinem Rückmatch ein Jester Baker besiegen? Und ja, Ugly Retardo ist jetzt da. Zeit, dass Jester Baker kommt. Und Jester Baker, der ehemalige. Ja, was heißt ehemalige? Jetzt hat er ihn ja wieder, ne? Er war mal der ehemalige Champion, sag ich schon. Mann. Ich hab's aber auch heute mit dem Sprechen. Probieren wir es nochmal, ne? Jester Baker, der ehemalige GCW-Champion. Der ex-ehemalige GCW-Champion, so rum. Ist wieder Champion. Er hat sich von Ugly Retardo besiegen lassen. Hat sich das Ding aber gleich wieder geholt. Und diesmal gibt es die umgedrehte Situation. Faires 1 gegen 1, aber Jester Baker als Champion und Ugly Retardo als Herausforderer. Er löst hier sein Rückmatch ein. Aber du fragst ja schon, durch Können oder Betrug. Ich meine, kann man betrügen, wenn man als No Disqualification Champion für alles, was man tut, nicht disqualifiziert wird? Ist das dann Betrug? Diese Frage muss man sich mal stellen, ne? Lord of Nightmare, naja. Ist ja egal wie. Er ist noch Champion. Hat das Ding ja auch schon verteidigt, ne? So ist es ja nicht. Und ja, wir Ugly Retardo. Dieser Mann darf jetzt gegen Jester Baker ran.
Ja, White Boy, aber was soll man machen, wenn ein Typ rumrennt und einfach alle gleichzeitig herausfordert? Glaubst du nicht, dass diese Person da ein bisschen Mitschuld hat? Zwinker, zwinker. Kommen wir zum Match. Jester Baker gegen Aguitado um den GCW Champion. Wen wollt ihr gewinnen sehen? Den Mann in Lila, Jester Baker, oder den Mann in Rot, Aguitado? Und ja, bis jetzt Jester Baker ganz klar. Jester Baker ganz klar hier am Dominieren. Oh. Schöner Dropkick. Oh, und wieder Aguitado an Seil fällt. Schmerz. Schmerz und komme. Aber Aguitado gibt nicht auf. Was zeigt er uns da? Oh, schöner Fallen Down Slam hier. Oder einfach Front Slam, wie man das auch nennt. Jetzt ein Kamelklatsch. Wäre das Yoshi-Roshi, könnte das Match schon vorbei sein. Aber es ist Aguitado. Und der Gegner Jester Baker. Das wird nicht gut ausgehen. Oh, Ohrfeige soll kommen. Aber Aguitado wehrt ab. Schön gemacht. Ist er über das große Objekt drüber gesprungen und hat einen Inverted DDT gezeigt. Jester Baker will auch nachsetzen, zeigt da Schläge. Und jetzt auf dem zweiten Seil. Was zeigt er? Und Splash. Aufs Bein sogar. Ja, weil Aguitado sich dann noch im letzten Moment bewegt hat. Und er nutzt das auch gleich aus. Er nutzt das auch gleich aus. Merkt er, oh, ich habe sein Bein erwischt. Mach mal eine Submission hinterher. Aber er kann da nicht richtig um seinen Kopf rumfassen und das ermöglicht für ein Aguitado hier die leichte Flucht. Und ja, Aguitado jetzt dran, nimmt seinen Gegner auf die Schultern. Wo geht die Reise hin? Snake Eyes, ab in die Enge. Oh, abgerutscht, oh, abgerutscht, oh, abgerutscht. Und er rennt. Und Big Boot. Oh ja, da hat der Jester Baker doch ein bisschen zu kämpfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Jester Baker wird begraben. Und vielleicht haben wir jetzt den Titelwechsel, White Boy. Wenn ja, ist das deine Schuld. Aber er kickt noch raus. Jester Baker behält noch seinen Titel. Oh, Moving Cushion! Ist er jetzt tot? Zwei und drei, nein! Immer noch nicht. Und Jester Baker holt sich irgendwoher die Kraft. Inverted Atomic Drop, Leg Drop. Tritt gegen den Rücken. Geht jetzt aufs dritte Seil. Doch für was? Er lauert da. Elbow Drop geht aber ins Leere. Aguitado macht das gut. Powerbomb. Aber überdreht. Sunset Flip nimmt den Schwung mit fürs Cover. Eins. Weiter. Aber nicht. Und ich muss sagen, Jester Baker hat hier wirklich Probleme. Das wäre es ja, wenn ein Jester Baker hier gegen Aguitado verliert. Das wäre eine Sensation. Und schön gekontert. Backbody Drop gegen den Champion. DDT. Diesmal trifft er sogar, aber schaut euch das an. Aguitado kommt da sofort hoch und rennt in den Double Under und Facebuster rein. Und ich glaube, das war's. Cover 1, 2. Er kriegt raus. Oh, oh, oh. Jester Baker macht aber auch gleich weiter. Shooting Star. Das Ding trifft. Und jetzt soll er nochmal kommen. Der Double Underhook Facebuster angesetzt. Ein Arm, zwei Damen, durchgezogen. Und der Titel wird verteidigt. Eins, zwei und drei. Das ist die Macht eines Jester Wilkers.
Agitado hat so stark angefangen, aber dann genauso stark nachgelassen. Oh, die Sanktion, die tut doch beim Hingucken schon weh. Aber damit sind wir sicher, dass wir bei Rage in the Cage Jester Becker sehen werden mit seinem GCW-Titel. Das lässt sich jetzt nicht mehr verhindern. Titel verteidigt, Agritade besiegt, darf sich wieder hinanstellen. Und Leute, damit war es das denn für diese Folge, für diesen Stream. Wir hatten zwar Startschwierigkeiten, aber am Ende hat sich das doch alles bezahlt gemacht. Also für mich, ich hoffe natürlich auch für euch, ne? Und wir schauen mal, wann der nächste Stream kommt. Auf meinem Discord wird das ja alles immer angekündigt und besprochen. Also haltet euch am besten daran. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stream, ne? Pumuckl Ronny sagt auf Wiedersehen. Haut da rein. Bis zum nächsten Stream. Schüdelümüdü. GCW.